Ja, hallo liebe Hofheimerinnen und Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick und es geht gleich los mit dem Gallusmarkt, heute am Freitag und der geht bis Dienstag. Ich freue mich, es sind mehr als 150 Stände, Schausteller, Fahrgeschäfte. Es sind wahrscheinlich wieder zwischen 20.000 und 30.000 Besucher, die an den Tagen kommen. Und was Besonderes, es gibt einen Genussmarkt, dort werden dann viele bekannte Gesichter vom Feierabendmarkt werden dort dann den Weindorf organisieren und auf die Beine stellen. Da schon meinen herzlichen Dank. Und wisst ihr was, wer auch noch im Einsatz ist? Die Einsatzkräfte. Und da schaue ich mal hin. Ja, ach übrigens, Gallusmarkt bedeutet auch immer, sonntags ist verkaufsoffener Sonntag. Hier im Chinon Center sind genauso die Läden auf wie in weiten Teilen unserer Innenstadt. Und das ist auch gut so. Ja, ich habe euch ja erzählt, jetzt schauen wir mal hinter dem Gallusmarkt und das meine ich hier. ABSE, der Abrollbehälter Sondereinsatz vom Main-Taunus-Kreis, der ist unser Lagezentrum jetzt für den Gallusmarkt und da werden 15 ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz sein, im Dauereinsatz. Da gibt es 3 Schichten, nachmittags, mittags und auch in der Nacht und die sorgen dafür, dass es einen wirklich geräuschlosen Einsatz und Abwicklung des Gallusmarktes geben wird und da danke ich den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr, aber auch der sämtlichen anderen Hilfskräfte wie das Rote Kreuz und anderen auch ganz herzlich, weil nur mit euch geht dieses tolle Fest, das Gallusmarkt, auch in diesem Jahr und dafür mein Dank. So, und jetzt viel Spaß auf dem Gallusmarkt. Ihr wisst, es ist sicher und kommt gerne vorbei.